Nächster Fortschritt bei Neuer. Manuel Neuer hat ein leichtes Torwarttraining mit Ball absolviert. Der FC Bayern veröffentlichte Fotos auf Twitter, die den Torhüter in Aktion zeigen. Er stand gemeinsam mit Torwarttrainer Toni Tapalovic und Reha-Trainer Thomas Wilhelmi auf dem Platz und hielt einige Bälle. Damit können sich der Club und auch die Nationalmannschaft berechtigte Hoffnungen auf ein baldiges Comeback machen. Wegen eines Haarrisses im linken Fuß war Neuer ein halbes Jahr ausgefallen. Rubesch schließt Verbleib aus. Interimstrainer Horst Rubesch möchte die Damen-Nationalmannschaft nicht bis zur WM-Endrunde 2019 trainieren. In einer Presserunde gab er mit einem Schmunzeln seine Ehefrau als Grund an. Meine Frau lässt sich dann scheiden. Ganz einfache Geschichte. Rubesch war für die entlassene Steffi Jones als Nationaltrainer eingesprungen. Wer seine Nachfolge antreten soll, ist noch nicht bekannt. Dies soll aber bis Mai entschieden werden. DFB ermittelt gegen Streich. Freiburgs Christian Streich droht nachträglicher Ärger vom DFB. Der Trainer hatte beim Spiel seiner Mannschaft gegen Schalke 04 gestenreich gegen den Platzverweis seines Stürmers Nils Petersen protestiert. Daraufhin war er von Schiedsrichter Stieler auf die Tribüne geschickt worden. Der Kontrollausschuss des DFB leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wann ein Urteil fallen soll, ist aber noch offen.